Yo Leute, zwischen Werkstatt und Grill. Heute fühle ich mich irgendwie ganz anders und viel besser. Ich habe auch nichts vorbereiten müssen, das hat alles mein Schatz gemacht. Wir machen heute gefüllte Paprika auf dem Gasgrill mit dem Entkoppelungstrick. Zeige ich euch gleich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Paprikas hier an. Und mein Schatz wird mit Sicherheit dazu sagen, was er alles ins Hackfleisch reingemischt hat. Also Schatz zickt rum, sie will nicht. Ich gebe dir gleich zick rum. Nein, Spaß. Die ist gerade ganz böse mit ihrem Handy beschäftigt. Ich würde mal sagen, Salz, Pfeffer, Paprika in, ja, mit hinein. Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch. Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch, falls man es nicht gehört hat. Sonst noch irgendwas? Und viel Liebe habe ich hineingepackt. Und viel Liebe, na das ist aber schön. Ja Freunde, und jetzt machen wir schnell den Entkoppelungstrick. Da haben wir unsere Rippchenhalter von IKEA. Die wuchten wir einfach hier auf den Grill. Wuchten noch eine, ups. Alles mit einer Hand ist mal heute mal wieder nicht so einfach. Eine Schale hier drauf. Und da stellen wir schon unsere Paprikas drauf. So. Eventuell nachher noch die mittleren Brenner, obwohl die drehe ich gleich wieder runter. Vielleicht mache ich sie dann auch noch ganz aus. Ja, und so grillen wir das Ganze jetzt erst einmal. Nachdem das ja gestern mit der Pizzaschlacht wieder ein Mammutvideo geworden ist, schaue ich, dass ich es heute ein bisschen kürzer halte. Ja, und Gott sei Dank unterstützt mich heute wieder mein Schatz. Und hier gibt es noch Luft mit Geschmack drumherum. Ja, hier ist mein Schatz am Grill. Was liegt hier rum? Da muss ich doch glatt mal in den Grill reingucken. Ui, da ist eine Soße hinzugekommen. Schatz, was ist das für eine Soße? Die selber gemachte Tomatensoße. Ja, ich würde sagen, wir sind dann gleich so weit, dass wir essen können. So Leute, dann wäre es fertig. Patricia darf uns das auf den Tisch stellen. Und die hat gesagt, ich darf sie heute nicht filmen. Jo. Und dazu gibt es wieder lecker Reis. Patricia, mach das nochmal. Mach nochmal die Präsentierhand. Oh, mein Tellerchen. Dankeschön, mein Schatz, dass du mir den so schön hergerichtet hast. Bitteschön. Tja, Leute, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Oh, also, ich lasse mir das jetzt schmecken. Patricia, warum bist du heute nicht mitessen? Weil ich schon gegessen habe. Warum isst du vorher, wenn es bei uns was Leckeres gibt? Tja, den Fehler macht man nur einmal. Tja, selber schuld, sage ich da bloß. Du bist ja fast schon wie dein Bruder. Lass die Cam in Ruhe. Die werde ich schön selber ausmachen. Jetzt habe ich gar kein Hackfleisch mit erwischt. Karma. So. So, dann schauen wir mal. Erst einmal grüßt mich, bevor wir jetzt die Gosch verbrennen. Gehst du jetzt hinter der Cam weg? Könnte heiß sein. Mhm. Das kommt davon, wenn man vergleicht. Also so gefüllte Paprika sind immer wieder lecker. Hiwi, willst du dir nichts nehmen? Einfach nur lecker. Ja, wie gesagt, heute auch bloß wieder ein Kurzvideo nach dem Mega-Video von gestern. Leute, schauen wir mal, was es morgen gibt. Ich weiß es noch nicht, ob wir ein Video machen, ob wir keins machen, ob mein Schatz wieder was vorbereitet. Keine Ahnung. Nein, sie schüttelt den Kopf, also muss ich mal was überlegen. Leute, wir sehen uns. Ciao.